Sprechen wir heute über Bienchen und Blümchen. Nein, Moment, was? Sprechen wir heute über Sonden und Schaufeln. So, jetzt stimmt's. Mit wissenswerten Fakten, Kaufberatung und auch, wie man richtig damit umgeht. Los geht's. Halten wir uns heute kurz und fangen mit dem Thema Schaufel an. Wenn man sich dazu entschließt, mit Skitouren anzufangen, dann sollte man sich auch dazu entschließen, eine Schaufel zu kaufen. Das gilt übrigens für Sonden genauso. Diese bietet nämlich die Möglichkeit, nachdem man die Kollegen aufgespürt hat, sie auch auszubuddeln. Doch beim Ausbuddeln sollte man nicht vergessen, dass die Massen, die bewegt werden müssen, in der Regel deutlich schwerer sind als das, was du jetzt hier gerade sehen kannst. Deshalb müssen diese Teile robust sein, nämlich richtig robust. Deshalb sind die Materialien wirklich entscheidend. Eine abgebrochene Lawinenschaufel hat nämlich tatsächlich noch niemandem das Leben gerettet. Nun gibt es bei den Lawinenschaufeln drei Materialien, die man kaufen kann. Plastik, Alu und Carbon. Erstere sind ein absolutes No-Go. Man kann sich vermutlich vorstellen, warum. Letztere sind zwar immer wieder mal bei manchen namhaften Herstellern zu finden, sollten aber für den standardmäßigen Gebrauch trotzdem nicht zum Einsatz kommen. Der Grund dafür ist relativ leicht erklärt. Auch Carbon bricht gerne und kann mit sehr hohen Spitzenbelastungen nicht gut umgehen. Der Allrounder, wenn auch natürlich nicht so leicht wie Carbon, ist Aluminium. Deshalb sind heute die meisten Schaufeln auch genau aus diesem Material. Nur aus diesem Material gefertigt. Doch bei Schaufeln zählt natürlich nicht nur das Material, sondern eben auch die Form und die Größe. Denn hier lässt sich beim Schaufeln schon ein spürbarer Unterschied erkennen. Die Fläche einer Schaufel gibt an, wie viel Schneemasse man gleichzeitig zur Seite schaffen kann. Das bedeutet bei großen Massen im Zweifelsfall auch einen deutlichen zeitlichen Unterschied bei der Rettung. Deshalb gibt es als Standardmaß ungefähr 24x29 cm als Fläche. Deutlich kleiner als diese Abmessungen sind eher ungeeignet für den großen Ernstfall im Gelände, sondern eher noch für die Sportdisziplin des Skibergsteigens, also Athleten geeignet. Grundsätzlich könnte man natürlich so schon sagen, dass umso größer die Schaufel ist, umso schneller habe ich die Kollegschaft gerettet. Und das stimmt natürlich auch. Jedoch muss man natürlich auch über die Praktikabilität des Transports nachdenken. Größe spielt ja bei einer Skitour auch eine Rolle. Also ja, mit einem Volvo-Kettenbagger wäre man grundsätzlich schneller. Aber den habe ich selten im Rucksack dabei. Deshalb muss das Teil letztlich auch in den Rucksack passen. Außerdem hat man ja auch schnell mal das Problem, dass bei riesigen Schaufeln die Schneemassen nicht mehr zu heben sind. Also was bringt die Riesenschaufel, wenn ich nur 50% davon verwenden kann, weil es mir einfach zu schwer ist? Grundsätzlich sind alle Schaufeln zu empfehlen, die verlängerbar bzw. erweiterbar sind, also Schaufeln mit Teleskopstiel. Diese sind zwar mittlerweile völlig üblich, aber manche Schaufeln haben dabei auch noch ein, zwei nette Features, wie zum Beispiel die Möglichkeit, die Schaufel auf eine Hacke umzubauen. Das braucht man zwar nicht unglaublich oft, aber es ist nett, dass Funktionen wie diese eben zu haben sind. Beim Schaufeln ist es wichtig, dass man sich immer über eine Sache im Klaren ist. Wenn ich weiß, wie tief ich buddeln muss, dann muss ich meine Kraft, gerade wenn ich allein bin, gut einteilen. Es bringt nichts, wenn man am Anfang die ganze Kraft verliert und dann eine Pause machen muss. Lieber dranbleiben und solide weiterschaufeln, das Adrenalin erledigt in der Regel ohnehin den Rest. Grundsätzlich ist das Schaufeln aber keineswegs eine Wissenschaft. Es lohnt sich aber trotzdem, wenn man ein wenig Kraft im Oberkörper hat, wenn es denn zu einem Fall kommen sollte. Außerdem möchte ich hier jetzt nochmal kurz einen Einschub machen. Wenn man zu mehrt quasi gerade eine Lawinensituation hat und sozusagen einen ausbuddeln möchte oder auch zwei Leute vielleicht, die nebeneinander verschüttet sind, dann hilft es, wenn alle gleichzeitig graben. Man kann aber theoretisch, wenn manche müde sind, sich auch dazu entschließen, dass nur einer gräbt und die anderen quasi die Masse, die von dem Vordersten weggeschafft wird, dann nochmal weiter nach hinten gebracht wird, um sozusagen keinen großen Wall entstehen zu lassen. Das heißt, man kann entweder alle gleichzeitig arbeiten oder eben im Akkord hintereinander. Bei den Lawinensonden, ja, da kann man zu Recht das Gefühl haben, dass sich die Angebote im Internet sehr stark überschneiden. Grundsätzlich gibt es bei der Sonde zwei wichtige Dinge zu beachten. Das Material und die Länge. So als größte Punkte zumindest. Beim Material kann ich ehrlicherweise ausschließlich Alu empfehlen, denn Carbon bietet dem Gewicht nur minimale Vorteile, aber sie kosten nun mal das Doppelte und das ist irgendwie auch einfach nicht notwendig. Oder um es einfacher auszudrücken, Carbon-Sonde ist gleich 185 Gramm, Alu-Sonde ist gleich 200 Gramm, kostet aber das Doppelte. 15 Gramm Unterschied also. Bedeutet gleichzeitig, kommst du mit der Alu-Sonde nicht den Berg hoch, kommst du mit der Carbon-Sonde genauso wenig hoch. Also spar dir das Geld.
Aber was hat es nun mit der Länge auf sich? Hier sollte man sich nicht über den Preis oder das Packmaß leiten lassen und 150 cm Sonden kaufen. Die bringen einem nämlich ungefähr so viel wie ein Wanderstock. Da kann man es gleich bleiben lassen. Solide Sonden sollten mindestens 240 cm lang sein. Darunter würde ich persönlich nichts kaufen. Ob man sie viel länger braucht, hängt ehrlicherweise sehr stark auch vom eigenen Zielgebiet ab. Extrem steile Abfahrten bei großen Schneemassen und hoher Lawinengefahr bedürfen längerer Sonden. Durchschnittliche Touren können auch mit der durchschnittlichen Sonde von 240 cm bestritten werden. Nicht nur nette, sondern auch ziemlich wichtige Features der Sonde sind übrigens Markierungen. Diese helfen euch sehr dabei, präzise nach den Verschütteten zu suchen. Manche Sonden bieten Markierungen alle 10 cm, andere alle 5. Das ist ganz unterschiedlich. Sinnvoll finde ich hier, alle 10 cm eine Markierung zu haben. Außerdem nett sind farbliche Unterschiede zwischen den Meterangaben. So findet man sich deutlich schneller zurecht. Ob man mit einem Sondensystem zurechtkommt oder nicht, hängt auch vom Aufbau und der Arretierung des Zugsystems zusammen. Deshalb sollte man vor dem finalen Kauf die Sonde einmal zusammenbauen und auch wieder zerlegen, um zu erkennen, ob man damit klarkommt. Wir haben also Länge, Material, Markierungen und Zusammenbau als die vier wichtigen Faktoren beim Kauf einer Lawinensonde herausgefunden. Gut, aber wie finde ich jetzt jemanden damit eigentlich ganz konkret? Dafür muss man erstmal mit dem LVS-Teil der Rettung komplett fertig sein. Wie das geht, das erfährst du übrigens hier in diesem Video da rechts oben. Danach holst du dir deine Sonde raus, falls du das nicht schon vorher gemacht hast, und fährst die Sonde komplett aus. Woraufhin du dann noch den Zugmechanismus arretierst, um das alles auch zu fixieren. Dann stichst du an der Stelle mit dem niedrigsten LVS-Wert erst einmal ein. Bekommst du kein Feedback vom Untergrund, triffst du also auf keinen Widerstand, dann weißt du, dass du hier falsch bist. Danach geht es erstmal raus mit der Sonde und 25 cm weiter links oder rechts wieder rein. Hier stichst du also wieder rein. Hast du hier ebenfalls keinen Treffer, spielst du dieses Spiel so lange, bis du zu einem Widerstand kommst. Beim Sondieren folgst du einer Spirale, die von innen nach außen entsteht. Der Abstand zum mittleren Punkt wird also langsam größer. Denn je größer der Radius zum Mittelpunkt wird, umso mehr Einstichstellen hast du auch pro Umfang. Deshalb solltest du auch dennoch weiterhin den Viertelmeter, also die 25 cm, beibehalten und in diesem Muster sondieren. Dann sollte nach einigen Einstechen der Partner gefunden sein. Stößt man auf einen deutlich unterscheidbaren Widerstand, lässt man die Sonde stecken und hat so eine gute Orientierung für das folgende Schaufeln. Da man nicht genau weiß, welchen Teil des Körpers man sondiert hat, stört es nicht, wenn neben der Sonde selbst noch das Loch sehr breit wird. Dennoch sollte der erste Fokus vor allem auf den Bereich der Sonde gerichtet werden. Hier ist sicher ein Teil des Körpers zu finden, von dem man sich dann gut weiterarbeiten kann. Das Wichtigste ist selbstverständlich, den Kopf frei zu bekommen. Also nicht sprichwörtlich, sondern wortwörtlich. Hat man also ein Bein gefunden, ist klar, dass man sich nun entlang dessen hocharbeiten muss. Wichtig ist hier aber zu erwähnen, dass man in Körper- und vor allem Kopfnähe zwar Gas geben muss, um die Sauerstoffzufuhr wiederherzustellen, aber trotzdem nicht zum Halb mutieren muss. Eine Lawinenschaufel hat zwar keine scharfe, aber jedenfalls eine spitz zulaufende Kante. Wenn man hier am Körper entlang mit viel Schwung und Kraft um sich schlägt, hat man schneller einen nächsten medizinischen Notfall, als einem das lieb sein kann. Auf der anderen Seite, ein gebrochener Arm ist immer noch besser als ein toter Körper. Insofern, zu viel Zurückhaltung sollte man sich dann vielleicht auch nicht gönnen. Aber in der Regel klärt das der gesunde Menschenverstand in dieser Situation dann sowieso ganz von allein. Wenn euch das heutige Video weiterhelfen konnte, freut es mich natürlich sehr und ihr gebt dem Video sicherlich einen Daumen hoch. Dabei würde mich auch gleich noch interessieren, welche Schaufel und Sonde habt ihr eigentlich? Habt ihr alles im Set gekauft oder wie ein Feinschmecker ganz gezielt ausgesucht? Schreibt mir das gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheim!